100 Tage in einer traumhaften Villa auf Ibiza wohnen und jede Menge coolen Content produzieren. Diesen Traum erfüllen sich gerade 9 deutsche TikTok-Stars. Im Rahmen der frisch angelaufenen Social-Media-Show 916 Creator House leben Theo Caro, Nick Kaufmann, Nadine Briti, Rick Azas, Tobi Yu, Karim Jamal, Lucy Lacht, Alex Freerun und Theresa Ankirchner seit dem 1. September auf einem luxuriösen Anwesen. Auf über 2000 Quadratmetern Wohnraum und stolzen 10.000 Quadratmetern Grundstücksfläche erstellen sie nach Lust und Laune täglich Videos für TikTok, Instagram, YouTube und Co. Doch nicht etwa komplett konzeptlos. Bis zum 8. Dezember absolvieren die Rapstars wöchentlich Challenges zu gesellschaftlich relevanten Themen, wie zuletzt Missbrauch, um Awareness zu schaffen. Der TikToker, der in der gesamten Laufzeit den viralsten Content produziert, gewinnt am Ende die Schlüssel für die unglaubliche Immobilie und darf dort einen weiteren Monat residieren. Promiflash plaudert mit 2 der Villenbewohner, Theo und Nadine, über die neue Show und was behind the scenes aktuell so abgeht. Der 25-jährige Blondschopf muss nicht lange überlegen, bevor er beim 916 Creator House zusagt. Ich kannte den Großteil der Leute, die hierher gezogen sind mit uns zusammen, auch schon, fand die schon immer richtig cool. Und ein paar kenne ich auch schon viel länger, Nadine habe ich im Sommer kennengelernt. Und ich hatte irgendwie Lust mal auf eine neue Wohnkonstellation. Und auf Ibiza ist natürlich nicht schlecht. Ich finde, wir haben alle fast den gleichen Vibe, so auch an Motivation. Mhm. Und wir sind trotzdem richtig verschiedene Menschen mit verschiedenen Content. Neu ist für die TikTok-Stars übrigens auch, auf einmal in so einer XXL-WG zu wohnen. So harmonisch, wie es in ihren Clips zugeht, läuft es nämlich hinter den Kulissen nicht immer. Das Zusammenleben ist offensichtlich wahnsinnig chaotisch, weil wir uns einfach auf so vielen Ebenen treffen. Ne? Also weil wir teilweise mittlerweile wahrscheinlich alle gut befreundet sind, vorher auch schon Leute befreundet waren. Das heißt, wir sind Freunde, wir sind jetzt irgendwie Arbeitskollegen und jetzt auch noch WG-Mitbewohner. Da gibt es einfach mega viele Momente und Situationen, wo man aufeinandertreffen kann, wo einfach, ne, wir kommen alle aus verschiedenen Regionen von Deutschland oder aus der Welt. Wir sind alle anders aufgewachsen, wir haben alle andere Vorstellungen von Zusammenleben und Zusammenarbeit und Freundschaft. Und da muss man sich erstmal, glaube ich, so finden. Und das braucht ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Sollte es mal hart auf hart kommen, können sich die App-Stars aber natürlich aus dem Weg gehen. Das Anwesen bietet schließlich nicht nur jede Menge Platz, auch kurze Besuche in der Heimat bei den Liebsten sind drin. Denn Theo, Nadine und Co. sind im 916 Creator House nicht etwa wie bei Big Brother für 100 Tage eingesperrt. Mittlerweile grooven sich die Social-Media-Stars aber immer besser ein, was das Zusammenleben angeht. Die einen oder anderen kommen sich sogar schon auf einer ganz anderen Ebene näher, wie Theo und Nadine anteasern. Gibt es etwa schon das erste 916-Couple? Ja, maybe. Ich habe auch schon Spekulationen, aber ich sage da einfach gar nichts zu. Stays private, oder? Hast du? Ja, ich glaube, da bahnt sich was an. Ja. Mhm. Wie romantisch das wirklich noch wird und welche spannenden Themen noch auf die Fans warten, können die weiter täglich auf TikTok, Instagram und YouTube verfolgen.